gesagt, ich würde einfach noch mal gerne aufgreifen, was wir beim letzten Mal so besprochen haben. Also wir gesagt haben, wie entsteht Stress? Wir haben erklärt, wie entsteht Stress? Was sind die Wirkungen von Dauerstress? Und wollten heute noch mal, also du hast eine schöne Liste mitgebracht mit Symptomen quasi, woran erkenne ich, dass ich gestresst bin. Und vielleicht nochmal so im Verlauf, dass die Zuschauer schon wissen, was jetzt auf sie zukommt, dass wir im Verlauf nochmal darauf eingehen, was für ein Gefühl liegt denn meistens darunter. Also ich bin gestresst, wir können auch Stressbewältigungsstrategien, Methoden etc. vorstellen. Und davon gibt es unendlich viele, wahrscheinlich genauso viele, wie es Stressoren gibt. Also für jedes so das Seine. Und man kann dann rauspicken, was passt mir, was ist für mich halt eine gute Methode. Das heißt aber immer noch nicht, dass ich verstehe, warum bin ich gestresst, was liegt dem zugrunde und dass ich da wirklich an die Wurzel gehe. Und eben nicht nur, das ist wichtig natürlich, dass wir eine Methode haben, um Stress zu reduzieren, aber es ist umso wichtiger zu verstehen, wie das entstanden ist. Genau, vor der Bewältigung kommt das Verstehen erstmal. Genau. Ja, also wie gesagt, die blenden wir noch ein, die Liste. Ich habe mal so eine kleine Liste mitgebracht, einfach mal von körperlichen Symptomen, also was so, woran ich bei mir selber irgendwie Stress erkennen kann. Das geht also von ständigen Kopfschmerzen, über Rückenschmerzen, Schweißausbrüche, Schlafstörungen etc. Auch so Symptome, die wir gar nicht mit Stress in Verbindung bringen. Zum Beispiel eine unbändige Lust einzukaufen, beispielsweise. Ja. Und da würde ich gerne einfach den Zuhörern, Zuschauern meine Liste zur Verfügung stellen, um zu gucken, genau. Wie sieht es dann bei mir aus? Genau. Aber auch das haben wir beim letzten Mal besprochen, ne? Dass man halt diese Dopaminausschüttung im Gehirn hat, dass man halt Glück empfindet, wenn man eben seine Ziele gesetzt hat, ackert und sein Ziel erreicht, dann verspürt man diese Glücksgefühle und die kann man sich auch erkaufen im Sinne von gehe shoppen, aber das ist eine ganz andere Herangehensweise und das macht das Ganze, das hat viel Suchtpotenzial und das ist natürlich nicht dasselbe und man braucht immer mehr, um wieder dasselbe Gefühl zu erzielen. Ja, so sieht es aus, genau. Ja. Also das war mir jetzt nochmal wichtig, aber wir wollten ja auch ein bisschen darauf einsteigen, was für ein Gefühl erzeugt das eigentlich in mir, Stress? Also was für Gefühle stehen da noch irgendwie und wie merken wir das eigentlich? Ja? Wir hatten vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, immer wenn irgendwie irgendwas komisch erscheint. Ja? Wir wissen jetzt gerade noch gar nicht, was uns so stresst, aber dieses auch wahrzunehmen, zu sagen, halt, Moment, hier ist irgendwas, ja. Genau. Und dann mal kurz innezuhalten und in sich reinzuhören, ja. Und das ist immer erlaubt, auch wenn ich, in einem Seminar sitze oder gerade ein Gespräch führe. Also auch in der Therapie ist es so, ja. Ich merke, hier ist was gerade komisch und dann stoppe ich einen Augenblick, ja. Definitiv. Und dann gebe ich das auch an den Patienten zurück, sozusagen. Ja? Hier ist was komisch. Das üben wir ja auch. Genau. Diese Pausen auch zu üben, dass man tatsächlich sagen kann, so Moment, das ist ja auch ehrlich gegenüber dem Patienten, dem Klienten, dass man sagt, so Moment, irgendwie komme ich gerade nicht klar. Ich muss mal kurz nachdenken oder kurz nochmal auf meine Notizen schauen oder für mich nochmal kurz überlegen. Und das ist einfach direkt und ehrlich und das kommt meistens auch aber das ist sozusagen etwas, was der Patient auf uns erstmal überträgt. Ja, dieses, was er nicht aussprechen kann oder was er gerade nicht spüren kann, sozusagen landet bei mir. Und also das ist sozusagen einer meiner Aufgaben als Therapeut, sozusagen das auch nochmal aufzugreifen und zu sagen, stopp. Genau. Hier ist was, ja. Ja. Und das ist mir. Ich fühle das, ja. Genau. Und wir haben jetzt über also so wie wir das in der Therapie empfinde, so kann ich das natürlich auch für mich selber sagen. Hier ist eine Situation, hier ist was komisch. Definitiv im Alltag. Im Alltag, auch, genau. Auch kurz um das aus der Therapie rauszuholen und zu sagen, hier im Alltag. Wir haben hier ein bisschen Vorteil, wir lernen das. Aber also das kann jeder Mensch auch für sich selber lernen, um mal kurz innezuhalten, auf sich selber zu hören und zu sagen, was ist hier gerade los. Ja. Genau. Also beim Thema Stress wird ja viel davon nochmal gesprochen,
chronischer Stress führt zu körperlichen Erkrankungen, zu psychischen Erkrankungen und unter anderem auch zu Angststörung. Also das wird eher diese Kausalität oft dargestellt, Stress und dann Angst. Mhm. Das hört man und sieht man oft. Und an dieser Stelle war mir nochmal wichtig zu sagen, also auch für die Zuschauer nochmal Revue passieren zu lassen, wo bin ich gestresst, in welchen Situationen und was für ein Gefühl liegt dem tatsächlich zugrunde. Genau. Und oft, sehr, sehr oft, fast immer würde ich sogar behaupten, ist das eine Form von Angst. Also in sehr vielen Situationen, sei es jetzt, wenn ich eine Prüfung habe und ich habe Angst zu versagen, sei es, ich habe irgendeine andere Aufgabe und möchte mein Gesichtswasser wagen, dass das halt nicht schief geht. Sei es auch die weiß ich nicht, wenn sich die Mädels fertig machen und in der Situation gestresst sind, weil sie einem bestimmten Bild entsprechen wollen, wie auch immer, auch in der Erziehung vor anderen Menschen, dass ich gestresst bin, wenn mein Kind gerade etwas macht, weil ich mich als kompetente Mutter darstellen möchte. Genau, und oft liegt dem halt eine Angst zugrunde. Also dem würde ich mal kurz doch ein Stück weit widersprechen. Mhm. Also der Stress führt nicht nur zu Angststörungen. Ja? Ja, der Stress auf jeden Fall, führt auch zu vielen anderen Störungen, unter anderem Sucht. Also eigentlich fast die ganze Palette. Mhm. Also zu fast allen psychischen Störungen kann es führen. Ja, ja. Vielleicht ein bisschen ausgenommen die Schizophrenie. Aber ansonsten ist auf jeden Fall der Stress immer ein Mitspieler. Und darum mache ich das auch zum Beispiel in der Therapie. Häufig gucken wir uns auch erstmal so ein bisschen Stressmanagement an. Mhm. Weil das natürlich auch Symptome verringern kann, etc. pp. Ja, nee, das war auch nicht meine Aussage, falls ich rübergebracht habe, dass es nur das ist. Aber ich meinte tatsächlich, dass wir oft lesen, wenn wir unter der Entstehung von irgendwelchen psychischen Krankheiten lesen, dass Angst sozusagen als Folge dargestellt wird. Und von mir hier die Einladung, das nochmal, das ist ja, ne, was war vorher? Ja, genau. Also das alles, ne, also das ist von mir die Einladung, nochmal anders zu denken, zu sagen, dem liegt aber auch Angst zugrunde. Genau, das korrespondiert so ein bisschen mit dem Modell auch, dass man sagt, die Bewertung, und das fängt ja an damit, ich bewerte eine Situation, also Stress fängt damit an, dass ich eine Situation so bewerte, dass ich nicht genug Ressourcen habe, die zu bewältigen. Ja. Und damit fängt der Stress an. Genau. Und das ist ja sozusagen eine Angst. Ne? Also ich sehe eine drohende Gefahr und wie reagiere ich mit? Angriff oder Flucht. Genau. Es gibt unendlich viele Beispiele. Ja, also wenn ich jetzt das Simpelste, was ich so, also wirklich im Alltag von jungen Familien und jungen Müttern so mitbekomme, ist wirklich dieser Stress, wenn mein Kind jetzt zum Beispiel in der Autonomiephase ist. Und wir kennen alle diese Situation im Supermarkt, ja. Das Kind wirft sich auf den Boden, es schreit, weil es das Ü-Ei unbedingt haben möchte. Und die Mutter hat Schweißausbrüche, läuft rot an, fühlt sich beobachtet. Meistens kommt irgendwie auch noch ein kluger Spruch hinterher von irgendwelchen älteren Passanten, die irgendwie einen Hinweis haben oder so. Und wenn man überlegt, warum wäre diese Mutter vielleicht zu Hause gelassener, wäre nicht in so einem Stress verfallen. Das meine ich genau damit, dass ich sage, okay, dem liegt ja was zugrunde. Das ist vor den Leuten dieser Druck. Ich möchte einem bestimmten Bild entsprechen. Ich möchte nicht, dass man schlecht über mich denkt. Und da nochmal die Prioritäten zu setzen und zu sagen, okay, so what? Dann sagen sie halt, ich habe keine Ahnung. Und therapeutisch geht man da noch ein bisschen weiter. Dann sagt man, wo kommt eigentlich dieser Gedanke her? Ich muss immer eine gute Mutter sein. Genau. Ja? Genau. Und also, dass mich alle irgendwie als gute Mutter bewerten. Wo kommt das her? Ja. Und kann ich dem überhaupt gerecht werden? Das schaffe ich so. Genau. Also das sage ich ja auch, dass es also keine hundertprozentige Mutter gibt. Also was man so als Bild in der Werbung, in den Filmen, in Serien entwirft, kann kein Mensch entsprechen. Ja, und die Beispiele sind ja endlos. Für mich hinken alle Beispiele so ein bisschen, aber man kann trotzdem nochmal, also ich hatte eine Klientin, die sagte, die hat Stresssituationen sowohl wenn sie morgen zum Beispiel eine Präsentation an der Uni hat, aber auch wenn sie Gäste eingeladen haben. Ne? Genau. Dann schläft sie die Nacht nicht, weil sie in Gedanken ist, dass alles perfekt sein muss, dass alles, sie hat auch einen bestimmten Status so in ihrem Umfeld erreicht, den sie auch wahren möchte. Das muss alles irgendwie immer rund sein und sie braucht auch dieses positive Feedback.
Und dann war die Idee, dass wir wirklich diesen Film durchgespielt haben. Na, was ist, wenn nicht? Ne? Was ist dir wichtiger? Ist erstmal wichtiger, wenn Freunde da sind, dass du diese Zeit genießt mit denen, dass du irgendwie auch präsent bist, die Ruhe hast und dann eben weniger auftischst. Na, wir haben das halt in unseren Kulturkreisen, dass das immer so Thema ist. Aber ich höre das wirklich von sehr vielen, dass das so belastend geworden ist, dass man zum Teil schon gar nicht mehr Leute einladen will. Ne? Dann vermeidet man das. Ne? Also man will dieses Gefühl nicht haben. Genau. Und dann lässt man bleiben. Vermeidet man die sozialen Kontakte, die vielleicht gut und gesund richtig wären und auch schön wären und bereichernd, aus so einem Grund. Ja. Und wenn man dann einmal durchspielt, na, was ist, wenn die dann rausgehen und sagen, ach, so lecker war das heute gar nicht. Oder irgendwie war das jetzt nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Na, was schadet dir das denn? Warum definierst du dich darüber? Und da sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen, großen, tiefergehenden Thema der Selbstachtung. Ja, also das ist Selbstachtung im Sinne, wie verstehe ich mich, wie werte ich mich, und wenn ich Selbstachtung, ich sehe da auch oft in Therapien die Gefahr, dass Selbstachtung so ein bisschen aufgebaut wird, indem man sich an noch mehr Dinge festhält, also indem man sich noch mehr über Leistung definiert oder über Beziehungen, wie auch immer. Und die Problematik da ist, finde ich, wenn meine Selbstachtung steigt, wenn ich gut im Beruf bin. Ja, was passiert, wenn ich meinen Beruf verliere? Wenn meine Selbstachtung steigt, wenn ich eine glückliche Ehe führe? Was passiert, wenn ich mich scheiden lasse? Ne, wenn ich gute Mutter sein, etc. pp. Das heißt, da ist immer diese Gefahr, dass wir nicht diesen Kern, den wir alle haben, diesen von Allah ta'ala uns gegebenen über uns Wert definieren, sondern über äußere Bedingungen. Genau. Ja. Also über diese Schalen. Genau. Ne? Ja, genau. Und dieser innere Kern, Eigentlich beschäftigen wir uns viel zu selten mit dem inneren Kern. Mhm. Wer bin ich? Was macht mich aus? Was ist mir wichtig? Wo kann ich drauf verzichten? Und ich sage immer, das ist auch so ein Stück weit Erwartungen aufgeben, Dinge aufgeben, um sich selber ein bisschen mehr zu befreien innerlich. Ja. Und wenn man diese persönliche Freiheit gewinnt, dann ist man weniger gestresst. Genau. Und also man ist nicht so abhängig von dem, was außen passiert. Genau. Aber nochmal zurück, also wir dahin zu kommen, müssen wir auch ein bisschen wissen, was sind unsere inneren Sätze, was sind unsere Sätze, die uns antreiben, also sowas, ich muss immer perfekt sein. Ja? Mhm. Also wenn ich so einen inneren Satz habe, natürlich, dann kann ich nicht locker lassen. Ja? Mhm. Und um locker zu lassen, ist es auch notwendig, mal die Angst auszuhalten. Ja? Mhm. Die Angst, die ich dann habe, wenn mal was nicht 100% ist. Und um dann die Erfahrung zu machen, oh, es funktioniert. Mhm. Ja? Und diese müsste ich möglichst häufig machen, diese Erfahrung. Ja? Das kann man tatsächlich also auch üben. Das kann man also üben. Wenn man als Mutter im Supermarkt ist, einfach mal die Angst auszuhalten oder dieses ungute Gefühl, oh, die Leute reden jetzt über mich. Mhm. Ja? Zu sagen, wenn ich das öfter aushalten lerne, ja, dann verliere ich diese Angst. Mhm. Das ist also so ein Konditionieren. Ja, und in bestimmten Situationen gehe ich sogar so, das ist ein bisschen paradox, aber so in Richtung Symptom verschreiben quasi, dass ich gut, wenn du das nächste Mal jemanden eingeladen hast, dann nimm dir doch ganz gezielt vor, das nicht perfekt zu gestalten. Ja, genau. Dass das nicht alles, also vielleicht nicht unbedingt bei der Prüfung, wo dann meine Noten drunter leiden und ich dann irgendwie noch ein Jahr nachholen muss oder so. Aber tatsächlich dann bei so etwas, wo man das gut üben kann, wo es eigentlich nicht schadet, tatsächlich nicht schadet. Und dann spielen wir halt den Film durch und dann kann sie halt wirklich gezielt, und dann hat sie dann auch gezielt planen, so beim nächsten Mal mache ich das komplett anders und dann gucke ich, ob die mich dann weniger wertschätzen. Und wenn dem so sein sollte, was macht das überhaupt mit mir, dann nochmal einen Schritt weiter zu gehen? Ne? Also auch das kann man gut diskutieren, wenn man sagt, was macht das, was sind das für Freunde, die mich daran messen, wie gut die Suppe geschmeckt hat. Ja. Oder wie persönlich nehme ich das überhaupt auf, wenn sie sagen, das schmeckt nicht gut, aber das heißt ja nicht, dass du eine schlechtere Freundin bist. Ja, oder so, dass die Suppe wirklich schlecht war. Genau so. genau. Ja. Ja. Mhm.
Ja, das wäre der Teil. Also genau, und also da nochmal, weil das so allgemein klingt, da nochmal wirklich zu sagen, ich muss mir schon auch Situationen aussuchen, wo ich das gut bewältigen kann. Ja, ich kann tatsächlich nicht die Prüfung nehmen oder das nächste Gespräch mit dem Chef oder sowas, ja, also wo wirklich was Wichtiges ist, sondern ich nehme mir zum Üben natürlich erstmal die einfachen Situationen, wo ich die ich auch wirklich hinkriege. Genau. Vielleicht eher die Kollegen, das ein bisschen an den Kollegen auch üben. Dann, wenn jemand kommt und sagt, kannst du für mich doch nochmal eine Tabelle machen, weil du machst ja so tolle Excel-Tabellen, keine Ahnung. Mhm. Da so ein bisschen Druck ausgeübt und wenn man es gewohnt ist, immer Ja zu sagen, vorschnell Ja zu sagen, oft denken wir ja gar nicht mehr nach. Wir sind in einem Automatismus drin, sagen Ja und denken uns nachher Ja. Habe ich jetzt die Suppe, hätte ich nicht auslöffeln wollen, ist jetzt aber so, muss ich jetzt durchziehen, ich habe ja schon zugesagt. Genau. Und da vielleicht nochmal dahin zurückkommen zu sagen, nee, ich überlege nochmal kurz und dann tatsächlich dem Kollegen zu sagen, warte mal, ich muss mal kurz schauen, ich melde mich gleich nochmal bei dir und sage dir, ob es klappt. Genau, also wenn es nicht klappt, das zugeben können, dass wir im Moment mal auch mal anzuhalten, zu sagen, ich kann das jetzt gerade nicht. Ich muss mal nachschlagen, also auch mal das zugeben können, dass man was nicht kann, was ja in der Gesellschaft auch ein bisschen schwierig ist und das muss man auch erstmal wieder lernen. Ja. Kinder können das ganz toll, sagen, ich kann das nicht, zeig's mir. Und die können aber auch gut Nein sagen, das lernen wir. Ja. Also in unseren Kulturkreisen ist es ja eher schwierig ist mit Scham besetzt und nein, sagt man nicht so einfach. Genau, das sind die inneren Sätze, ich muss immer hilfsbereit sein, nein, muss ich nicht. Wenn ich gerade nicht kann, dann kann ich nicht hilfsbereit sein. Ja. Also es gibt ja so Menschen, die dann alles stehen und liegen lassen und dann tatsächlich in eine Überforderungssituation kommen. Ja. Oder auch sowas wie, ich schaffe das sowieso nicht. Hm. So eine Sätze, ja. Hm. Also neben dem Satz, ich muss alles perfekt machen, halt so eine Sätze, ja. Und die lernen wir tatsächlich in der Kindheit. Hm. Also du hast ja mehr die Familien und vielleicht auch die Kinder. Und ich habe sozusagen das Produkt. Ja. Also wenn die ein bisschen älter sind, ja, wenn die, weiß ich nicht, so. Wenn ich das richtig mache, lande ich bei dir. Schon gesagt, so genau. So zwischen, also mein jüngster Patient oder Patientin ist 19 und du bist 35 so ungefähr. Genau, also so, ich lerne quasi jetzt die Kinder, also die nächste Generation kennen, die genau diese mit diesen Problemen aufgewachsen sind. Ja? Ja. Die Eltern fordern was oder das Mädchen muss immer sauber adrett sein oder irgendwie sowas. Ja? Es darf sich nie dreckig machen. Ja. Also was nimmt das mit für sein Leben? Ja? Also das ist dann eine Katastrophe, wenn dann irgendwie alles nicht so in Ordnung ist, wie es gelernt hat. Ja? Genau. Beispielsweise. Ja. Ja. Und da kann man aber gut rauskommen aus solchen Sachen, indem man das aufdeckt, erkennt und dann sagt, ich arbeite jetzt mal gezielt dagegen. Genau. Also um nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, wir haben jetzt gesagt, erstmal erkennen, was stresst mich, was liegt eine Stufe drunter sozusagen, was ist da so ein bisschen verdeckt unter diesem Stress. Genau, und bei dem Erkennen ist es eben ganz wichtig, dass wir lernen, Stopp zu machen. Ja? Mhm. Wir machen also so einen inneren Cut und sagen, Moment mal, hier ist irgendein Gefühl, was vielleicht auch noch nicht so ganz so stark ist. Also wenn die Wut dann ausgebrochen ist ich in Tränen ausbreche, dann ist es meistens schon zu spät. Ja. Also einfach vorher sozusagen den Punkt vorher zu kennen. Ja? Ja, wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen. Genau. Da sind wir auch schon so ein bisschen bei der Anwendung, beim Thema Achtsamkeit, wie ich finde. Aber wenn wir jetzt erstmal erkannt haben, was stresst mich, ist es eher, dass ich sage, so mein Privatleben ist alles irgendwie sehr harmonisch, aber so im Beruf, da komme ich nicht klar oder im Studium. Ja. Oder erstmal den Finger auf den wunden Punkt zu legen, zu gucken, was ist das, woher kommt diese Angst, die Sorge, was auch immer, was da drunter liegt und dann eine individuelle Anpassung irgendwie vorzunehmen. Ne? Wenn es jetzt eher das ist, dass ich sage, ich komme mit den Kollegen oder mit dem Chef nicht klar, mir wird irgendwie alles auf den Tisch geschmissen und ich arbeite für alle alles ab, dass man da nochmal guckt. Es gibt aber auch Leute, die sagen wirklich, das ist mehr so, dass ich sehr viel zu tun habe. Es sammelt sich, es häuft sich so viel an und das ist alles an einem Tag nicht zu bewältigen und ich bin da irgendwie immer
mit meinen Reserven, die werden auch immer weniger und so, ich bewege mich auf gerader Linie in Richtung Burnout. Das ist, dass man da nochmal guckt, also es gibt da auch viele Methoden, was mir jetzt eins, was vielleicht in diesem Kontext hilfreich sein könnte, wäre dieses Eisenhower Window, dass man da so ein bisschen durch Prioritäten setzen, dass man sich wirklich so eine Liste macht und schaut, das können die Zuschauer, das können wir gerne dann auch unten nochmal verlinken, dass man sich da informiert. Das kann man gut alleine anwenden, dass man sich das so alles aufschreibt und dann aufteilt, was ist dringend und wichtig, sagt er immer so, das ist so die erste Kategorie, was ist wichtig, was ist dringend und was ist weder dringend noch wichtig. Und da teile ich mir so die Aufgaben auf. Und dann sage ich, okay, das, was dringend und wichtig ist, das wird als allererstes abgearbeitet. Das, was wichtig ist, das sollte wichtig sind bei ihm so die Sachen, die mir wirklich wichtig sind, die mir eine Herzensangelegenheit sind, dass ich, weiß ich nicht, zum Yoga gehe, zum Sport gehe oder hier sowas drehe oder was auch immer. Ne? Also Themen, die mir wichtig sind, die jetzt aber nicht unbedingt dringend sind. Ne? Denn das ist jetzt nicht unbedingt dringend, dass ich heute oder regelmäßig zum Sport gehe. Erstmal noch nicht dringend in der Form. Also nicht wie jetzt eine Rechnung, wo die erste Mahnung direkt folgen kann. Wo die Kündigung der Wohnung droht. Zum Beispiel, das wäre dringend und wichtig. Das würde man als allererstes erledigen. Ja. Dann kämen diese wichtigen Dinge. Die dringenden, unwichtigen Sachen sind eher sowas wie der Kollege mit seiner Excel-Tabelle, der ankommt und sagt, das ist ganz, ganz dringend, ich brauche das wirklich. Und er macht dir diesen Druck und dann lässt du vielleicht deinen Sport sausen, um eben diese Tabelle nochmal fertig zu machen. Ja, genau. Und wenn man da aber sagt, nee, pass auf, das, also innerlich kann man ja sagen, das ist mir unwichtig. Ich habe die Möglichkeit jetzt nicht, die Zeit nicht, die Kapazitäten nicht. Man kann ja freundlich bleiben und sagen, so, ich schicke dir ein paar von meinen, dann hast du eine Idee und kannst es vielleicht selber machen. So, aber das aus der Liste zu streichen und zu sagen, nein, ist mir nicht wichtig, mache ich nicht. Genau. Ja. Und da nochmal zu gucken, also so eine Listen sind ja, also wenn ich jetzt jemanden habe, vor mir zu sitzen habe, der sagt, oh Gott, ich bin so gestresst, ich habe so viel zu tun, ich weiß gar nicht wohin. Und dem gebe ich jetzt noch eine neue Aufgabe, nämlich eine Liste zu machen. Das überfordert den zum Teil. Ne? So, dass man wirklich guckt, dass der sich auch nochmal mit jemandem zusammensetzt oder eine feste Zeit in seinem Leben einplant, was weiß ich, Sonntagmorgen, wenn alle noch schlafen oder weiß ich nicht, ja, dass man da wirklich auch nochmal beziert, mit demjenigen zusammen überlegt oder derjenige für sich selber nochmal überlegt, wann könnte so eine Zeit sein, wo ich mich hinsetze. Ja? Mhm. Weil, wie gesagt, das kann... Also ich mache das im Coaching dann direkt vor Ort. Ja, genau. Okay, nee, aber das kann, das soll ja etwas sein, was man dauerhaft dann auch etabliert. Genau. Ne? Also, also das braucht dann auch gar nicht mehr in Form von einer Liste zu sein. Wenn man das so gut trainiert hat, hat man das im Kopf, ja, und sagt, okay, das ist wichtig, das ist nicht wichtig, das möchte ich aber machen. Ne? Und diese persönlichen, das wollte ich auch nochmal sagen, diese persönlichen wichtigen Sachen, ja, die man vielleicht nicht als Priorität setzt, die sind aber wichtig, um für sich selber auch nochmal so eine Phase von Ruhe, Pause, so ein Gefühl von ich bin jetzt nicht nur für die anderen unterwegs oder für meine Arbeit oder sonst irgendwas, ja, sondern wirklich zu lernen, so wie Kinder das auch machen. Mhm. Ich finde, man kann sich wahnsinnig gut ein Beispiel an Kindern nehmen, die auch immer wieder Pausen einbauen. Ja? Wenn sie keine Lust mehr haben, dann machen sie es nicht mehr. Ja? Und dann bekommt es. Das ist ja angeboren, ne? Das ist ja schon bei Neugeborenen, wenn irgendein Reiz dem zu viel wird, drehen sie sich einfach weg. Drehen sich weg oder so, und schlafen dann auch ein. Aber einfach, die nehmen sich diese Zeit, ja, auch Dinge wirklich so zu begreifen, zu erfassen. Also wenn man so Kinder beobachtet, dann bin ich immer ganz fasziniert, wie gut die bei einer Sache bleiben können. Ja, und wenig, also man kann die fast gar nicht rausreißen, ja, wenn die so mitten im Spielen sind. Ja, bevor wir sie in dieser Gesellschaft verderben mit noch schneller, noch höher, noch effizienter. Ja. Ne? Also auch Stressbewältigung wird ja zum Teil in Unternehmen gerade angeboten, damit die Leute einfach weniger Stress haben und schneller arbeiten. Ja. Also das wird auch dafür misshandelt, dass man da sagt. Genau. Genau, das ist, was ich meine. Aber Pausen ist ein Stichwort. Also das ist nochmal wichtig,
wirklich noch mal mit drei Ausrufungszeichen und zehnmal rot unterstrichen, sich die Pausen zu nehmen. Genau, und zwar dann, wenn man seine, also insbesondere dann, weil es gibt ja Leute, die machen unendlich weiter. Man hat seine Ziele gesetzt. Es ist auch da wichtig, noch mal zu gucken, vielleicht mit jemandem gemeinsam zu gucken, sind es denn meine Ziele? Ja. Ich sag, es gibt ja viele Leute, die hetzen ihr ganzes Leben lang, die sprinten zum Teil einmal durch. Und ich denke mir, irgendwie setzen sie sich Ziele, erreichen diese Ziele, gehen zum nächsten. Aber dieses Glück, was irgendwann einsetzen sollte, wo sie sich gedacht hätten, na, wenn ich das Haus habe oder das Auto oder die 10 Kilo abgenommen, was auch immer man sich da vorgenommen hat, die nächste Beförderung, dann bin ich glücklich. Mhm. Dann bin ich ein anderer. Ich höre diesen Satz immer wieder. Wenn ich das und das habe, dann bin ich ein anderer Mensch. Ja. So, jetzt vorgestern das letzte Mal wieder so im Coaching. Wenn ich das jetzt, wenn ich im Studium jetzt wirklich Fuß gesetzt habe und da klarkomme, dann bin ich ein anderer Mensch. Ja. Sag ich, ja, aber das können wir nicht davon abhängig machen. Ja. Was ist, wenn das und das wenn alles das wegfällt? Genau. Ja? Dann bleibst du ja ein unendlich unglücklicher Mensch. Das führt ja nirgendwo hin. Genau. Und deshalb da nochmal gezielt schauen, zur Not auch wirklich professionelle Hilfe, einmal sowas wie ein, also weiß ich nicht, eben ein Coaching oder ähnliches, wo man sagen kann, ich kann meine Ziele nicht so genau definieren. Vielleicht, sind es denn meine? Hat mir das Jemand also eingebläut, dass das meine Ziele aber sind? Aber dazu ist ja mal die Frage ganz gut, wenn das, also so genau umgekehrt, ne? Okay, ich möchte gern studieren. Mhm. Was will ich denn mit dem Studium erreichen? Mhm. Ja? Also was soll das mir bringen? Ja? Soll es mir, keine Ahnung, Ansehen bringen? Soll es mir Geld bringen? Soll es mir, keine Ahnung, mich interessiert das Thema einfach. Was sind meine Motive? Genau. Die inneren Motive auch kennenzulernen. Ja. Warum mache ich das? Ja. Da, wenn man weiß, mein Motiv ist eigentlich, ich möchte über dieses Thema intensiver was lernen, dann, wenn ich das Studium, wenn es nicht funktioniert, dann kann ich das vielleicht auf einem anderen Weg erreichen. Ja? Genau. Also immer zu fragen, was sind denn eigentlich meine Ziele, meine Lebensziele sozusagen. Ja. Und dazu wäre zum Beispiel so eine Übung wie, wo will ich in 10 Jahren sein? Mhm. Ja? Also dass man einfach mal überlegt, man entwirft für sich selber, also das kann man ja auch, man kann sich auch ein schönes Bild malen oder so, kommt drauf an, wie kreativ man ist, einfach sich mal vorzustellen, es gibt 10 Jahre weiter. Was ist da passiert bis dahin? Ja? Habe ich dann vielleicht einen guten Job, 3 Kinder, ein Haus? Oder nein, ich grabe in den Brunnen oder irgendwas, ja. Wo sehe ich mich? Ja, und tatsächlich auch, wenn jemand so kommt und oder denkt jetzt, ne, wenn das und das passiert, dann bin ich ein anderer Mensch. Dann frage ich auch, was wäre denn dann anders im Vergleich zu jetzt? Genau. Und das, was anders wäre, das, damit können wir gut arbeiten. Genau, denn das können wir versuchen, jetzt schon schrittweise zu erreichen, genau. So uns da anzunähern. Mhm. Das wäre jetzt in unserer Arbeit, wo wir uns jetzt ein bisschen vertieft haben inhaltlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass man sagt, okay, ich habe meine Ziele überprüft, das sind meine Ziele, ich arbeite jetzt und acker, habe mein Ziel erreicht. Mhm. Glückshormone ohne Ende, ich freue mich und jetzt kommt die Pause. Ja. So. Und also jetzt brauche ich eine Pause, ich erhole mich und mache dann weiter. Und es gibt Leute, entweder die machen durch und sagen, nee, also wenn ich jetzt schon so im Flow bin, dann ziehe ich einmal durch, und dann läuft man Gefahr. Also eben. Ein ganz witziges, persönliches Beispiel, ich habe meine Approbationsprüfung gemacht, also für den Psychotherapeuten, unheimlich vorher, wirklich ein Dreivierteljahr, weiß ich nicht, quer und beet gelesen in meinem Fach und danach konnte ich erst mal 3 Monate kein Buch mehr anfassen. Ja? Ja. Und habe mir das einfach auch zugestanden. Ja? Ja, jetzt hätte man dann natürlich sagen können, hey, was ist denn los mit dir? Wieso liest du jetzt keine Bücher? Und du musst doch, keine Ahnung, up to date bleiben. Ich habe mir das dann auch gegönnt, zu sagen. Ich habe auf mich gehört und gesagt, ist okay, jetzt mal 3 Monate keine Bücher. Auf jeden Fall. Super, also danach ging es dann auch wieder. Genau. Danach ging es, das wäre dann so mein weiterer Punkt. Es gibt Leute, die finden das Gefühl ganz toll und bleiben lange in ihrer Pause. Manchmal kommen die da gar nicht mehr raus. Also das ist dann auch die Gefahr, dass man sich da auch nochmal einen Blick hat. Dass man nicht sagt, okay, ich bleib jetzt hier faul sitzen. So, ich habe ja jetzt ich habe das erreicht. Erreicht und das war's jetzt. Ja. Da nochmal zu gucken, was sich Freiräume zu schaffen, gegenseitig. Ja, und zwar gegenseitig. Genau. Auch so dieses,
das gibt es ja häufig in jungen Familien und ich höre das ja auch immer wieder, ne, dass man sich gegenseitig so vorwirft, du hast den besseren du hast jetzt gerade die bessere Zeit sozusagen, du kannst ja ins Büro gehen, du bist ja nicht zu Hause oder umgekehrt, hey Mann, du bist nur zu Hause, warum sieht es bei uns so chaotisch aus? Was machst du den ganzen Tag? Ja? Aber das ist so ein Vorwurf, der immer gegenseitig passiert, finde ich. Ja? Und da nochmal ein bisschen mehr Empathie zu zeigen, zu sagen, hey, wie war dein Tag? Hey, wie war dein Tag? Und sich dann nochmal so eine Zeit zu nehmen, auch gemeinsam. Ja? Das wird ja auch ganz oft vergessen, ne? Dass diese gemeinsame Zeit ohne Kinder gar nicht mehr da ist und zum Teil. Ja? Dass man sich wirklich sagt, die Kinder sind im Bett 5 Minuten, 10 Minuten. Wir setzen uns hin und erzählen uns mal, wie furchtbar unser Tag war. Oder vielleicht auch, was wir Schönes erlebt haben. Aber so, dass der andere jeweils auch so ein Verständnis dafür bekommt, was macht der eigentlich. Ja. Und das kann man tatsächlich stundenplanmäßig sich, also das, richtig, also das haben wir jetzt wirklich, dass wir, das macht es für den Part, der gerade die Kinder hat, einfacher, wie jetzt zum Beispiel, ne? Mein Mann muss auf die Kinder aufpassen, und ich bin halt unterwegs und das macht es ihm einfacher, dass er weiß, okay, in 3 Stunden ist er wieder da und dann habe ich wieder ein bisschen Freiraum und dann kann ich vielleicht nochmal zum Sport. So, ne, dass man sich das wirklich, dass man das bespricht, dass man auch einfach, ne, solange man noch kommunizieren kann. Dass man im Gespräch bleibt. Ne? Und also ich habe mal gesagt, so für so Probleme in der Familie, also dass man sich wirklich einen Tag in der Woche mal Zeit nimmt, sagt, hier machen wir mal unseren Meckertag und dass man sich wirklich lernt oder möglichst unter Feedback-Regeln sich gegenseitig mal zu sagen, was läuft mir schief. Ja? Genau. Oder was läuft auch gut. Ne? Also sich gegenseitig zu loben. Und auch so diese Kritik, weil das Problem ist bei Kritik, ist ja immer, wenn man die sofort äußert, dann kommen die immer ganz schräg rüber, weil da die Emotionen noch so stark sind. Genau, genau. Und aber das ist so ein bisschen aufzusparen, ein paar Tage später so gegenseitig zu erwähnen. Ja. Ich habe mal jemand hat mal also erzählt, wie dieses Rabattheftchen. Das habe ich irgendwann mal gehört. Das fand ich echt interessant. Ne? Man sammelt so diese Coupons in den Rabattheftchen. Das sammelt man. Und idealerweise kann man die irgendwann einlösen, so Ende des Monats oder einmal in der Woche, dass man sagt, so hier, einmal alles raus. Natürlich in der Form, dass man vorher bespricht, ne, und sich überlegt, ne, mehr Ich-Botschaften, mehr bei sich bleiben, sein Gefühl äußern, weil du kannst ja nicht davon ausgehen, dass dein Gegenüber das genauso meint und sich gedacht hat, sondern es ist das, was du fühlst. Und wenn man das rüberbringt, dann bist du auch weniger in dieser Konfrontation, Vorwürfe zu machen und dass das Ganze auch eskaliert. Die VW-Regel. Die VW-Regel? Ich muss jetzt gerade mal überlegen, was W bedeutet. Also das bedeutet eigentlich mehr, bei sich selber zu bleiben. Und zu sagen, nicht die Vorwürfe zu machen, sondern W heißt Wünsche, was sind meine Wünsche an den anderen, bevor ich ihm einen Vorwurf mache, denn hinter jedem Vorwurf steckt ein Wunsch, ja? Und das bedeutet VW-Regel, weil VW könnte ich mir nochmal gut merken. Ja. Also äußere deine Wünsche, statt Vorwürfe zu machen. Ja. Also das ist so eine ganz einfache Kommunikationsregel. Genau. Ich finde, die kann man auch super gut anwenden. Ja? Genau, ich hab gesagt, wir sind eigentlich schon in einem ganz anderen Thema. Ja, genau. Bedeutet alles. Ne? Ja, ja. Wie kommuniziere ich miteinander? Genau. Das erzeugt ja auch wieder negative Gefühle, das erzeugt Stress in mir. Ja. Wenn ich dann wieder so einen Vorwurf höre, weiß ich nicht, schmeißt du deine dreckigen Socken hier hin? Und was macht das mit dem anderen? Ja? Genau. Erstmal stimmt das immer schon. Sofort in Kampfhaltung und dann geht's los. Genau. Also das ist halt wirklich ein Thema für sich. Ich finde, Kommunikation ist etwas, wo wir nochmal intensiver drauf eingehen könnten. Auch also Umgang mit Kindern und Partnern. Und das ist alltäglich immer wieder Thema. Aber das, wie gesagt, sehe ich zum Beispiel auch als eine Stressbewältigungsstrategie, die Kommunikation zu verbessern. Ja? In der Familie, mit anderen Menschen. Nicht immer gleich in diesen Modus zu gehen. Genau. Angriff und Angriff, Abwehr. Genau, und man kann den anderen auch abholen, dass man sagt so, weißt du was, Schatz, bevor du mir sagst, immer wirfst du hier deine Socken in die Ecke. Ich sehe den Wunsch dahinter. Würdest du mir in so einer Situation sagen, ich wünsche mir, dass du deine Socken täglich mal bitte aufräumst oder wegbringst, dann
würde ich da eher drauf eingehen können. Das würde mich nicht so triggern, das würde mich nicht provozieren, wie auch immer. Mhm. Und schon ist man eigentlich im Gespräch. Also das geht auch relativ einfach, das will aber geübt sein in der Situation. Genau. Also ich gehe nochmal auf ein Beispiel ein und dann würde ich darauf folgend nochmal so ein bisschen in Richtung, was wir letztes Mal auch schon angesprochen haben. Ne? Resilienz, wie kann ich meine erhöhen, wie kann ich meine... Also meine Resilienz mal zu übersetzen, Widerstandsfähigkeit. Genau, Widerstandsfähigkeit das, und wie kann ich mein Fass, ne, mein Fass, Stressfass, oder entweder ein bisschen leer machen oder ein bisschen größer machen. Genau, ein bisschen größer machen. Das kann man alles üben. Zwei Sachen würde ich halt gerne noch vorstellen. Und um bei dem Beispiel zu bleiben, dass wir gesagt haben, wir zwingen uns manchmal zu Dingen, die irgendwie Stress verursachen, ohne wirklich noch ein zweites und ein drittes Mal zu überlegen, muss das denn überhaupt sein? Muss ich das denn so fortführen wie die Generation vor mir? Da waren wir ja bei diesem Beispiel, wenn man so Bekannte hat, weit entfernte Bekannte, man kennt sie schon ewig und man besucht sich immer diese offiziellen Besuche. Ja, ne? Die haben ein Kind bekommen und wir müssen jetzt hin. Und es ist tatsächlich, da werden sich einige wiederfinden, glaube ich, diese Aussage, wir müssen sie besuchen, wir müssen. Ja, genau. Und dann zwingt man sich, dann schaffelt man sich Zeit frei und denkt sich, ja, eigentlich hätte ich jetzt am Wochenende lieber was ganz anderes gemacht. Aber wir müssen ja, also gehen wir da alle hin und machen das, bringen das hinter uns. Und auf der anderen Seite ist es auch oft so, dass die Leute, die diese empfangen sollen, ja, die haben gerade ein Kind bekommen, die sind in ihrem Stress, die wollen auch nicht unbedingt, dass gute Freunde und Familie, die mal ein bisschen unterstützen, in die Küche springen und was machen, aber dass sie jetzt unbedingt so offizielle Besuche und Gäste empfangen sollen, wo auch alles schön sein muss und aufgeräumt und sauber und mit so einem kleinen Kind ist man ja eh erstmal in seiner Welt und sollte auch diese Ruhe kriegen. Also ich sage auch immer, ich besuche ungerne Frauen vor 40 Tagen nach der Geburt, ja, also Wochenbett ist Wochenbett und wir haben ja in der islamischen Kultur auch diese 40 Tage, die, an die man sich so ein bisschen orientieren kann, also 40 Tage nach der Geburt wirklich der Frau komplett Ruhe zu bringen. Ich würde es quasi sowieso an der Frau festmachen, ne? Also es gibt so Frauen, die mögen das auch und die fühlen also diese Aufmerksamkeit, die sie dann auch bekommen und das mit dem Kind, dass sie das auch als schön empfinden. Ich würde es also so dieser Person auch überlassen, so ein bisschen, ne? Indem man vielleicht auch so ein bisschen was einführt, wie ich frag mal. Ja, aber die würde sich doch eher freuen über so Freunde und Familie, also Kontakt, aber jetzt nicht unbedingt über Leute, die sie seit 5 Jahren nicht gesehen hat und die jetzt so antreten. Es gibt ja ganz unterschiedliche persönliche, da würde ich das sozusagen an der Person festmachen. Ja. Ja? Und nicht weder an der Tradition noch an dem, was heute hier so üblich als Denkmuster sozusagen da ist. Man muss die Familie in Ruhe lassen. Also einfach zu gucken, an den Menschen festzumachen. Ja? Und das machen wir ja auch viel zu selten, das wirklich an den einzelnen Menschen festzumachen. Gut, aber wenn du fragst, also sind wir ja wieder in diesem Ding, traut sich jemand Nein zu sagen? In unseren Kulturkreisen ist das dann nicht unhöflich. Wenn sie sich zum Besuch ankündigen, dann sage ich ja herzlich willkommen. So, das ist halt auch wieder das Ding. Also mir geht es darum, tatsächlich zu überlegen und da bin ich auch selber so ein bisschen dran zu sagen, wenn ich da nicht hin will, also ich würde sagen, wenn ich so einen Satz wie ich muss etwas tun, das hatte ich glaube ich letztes Mal auch schon mal gesagt, diesen Satz mal zu überprüfen, ja, muss ich denn? Ne? Ja. Nein, ich will es tun oder ich will es eben auch nicht tun. Ja? Und dann das auch lassen, und dann sich zu trauen, es nicht zu tun. Genau, ja? Und also da so ein bisschen bei mir auch zu gucken. Ja, ja. Weil ich will oder ich möchte es tun, eine ganz andere innere Motivation erzeugt, ein ganz anderes inneres Bild erzeugt und wir viel mehr Antrieb haben, diese Sache auch zu tun. Ja, ja. Und das vor allen Dingen auch mit deiner Zufriedenheit zu tun, denn das ist so das, was wir ja erreichen wollen in unserem Leben, irgendwie nicht glücklich zu werden, also das würde ich, sondern zufrieden zu werden, das ist die Zufriedenheit im Leben, ne? Also weil mit vielen Dingen kann man nicht wirklich glücklich werden, wenn ein Kind stirbt, wenn die Eltern sterben, wenn es eine schlimme Erkrankung gibt, wenn ich meinen Job verliere, wenn ich mein Haus verliere, etc. Jeder Mensch kommt in auch schwierige Situationen, das wollen wir gar nicht wegwischen. Mhm.
Und das führt natürlich nicht zum Glück, aber es kann trotzdem sein, dass ich so eine innere Reife erlange, dass ich auch mit diesen Dingen zufrieden leben kann. Ja. Genau. Also genau. Das würde ich immer so als Ziel sagen. Ja. Bin vielleicht auch schon ein bisschen älter. Nee, definitiv, definitiv. Also, vielleicht ist das so eine Sicht, die vielleicht dann auch ältere Menschen eher bekommen. Mhm. Also das finde ich als junge Leute immer so dem Glück hinterherrennen, ja. Ich glaube, das ist nur ein anderes Wort für das, was gemeint ist. Weil du vorhin auch gesagt hast, weiß ich nicht, dass mein Ziel ist, einen besseren Job und dies und das. Das würde ja sozusagen darauf hin, wir rennen irgendwie irgendeinem Glück hinterher. Ja. Aber das machen aber viele, genau, tatsächlich. Also aber, wir also werden mit uns verkauft. Genau, meine Philosophie ist eher, die Menschen daran zu erinnern, dass wir nicht dem Glück hinterherrennen, sondern vielleicht eher der Zufriedenheit. Mhm. Ja, das ist ein ganz schöner Begriff, gerade auch wenn man eben die Gleichung nicht sieht von Geburt bis zum Tod, sondern darüber hinaus, dann kann man eher diese Zufriedenheit erlangen, dann kann man eher diese Sicht auf die Dinge, einfach eine andere Perspektive einnehmen und anders damit umgehen. Richtig, genau. Definitiv. Weil es geht ja nicht darum, hier die ganze Zeit Hurra und Juhu. Und genau, also es geht nicht die ganze Zeit super glücklich zu deinem Leben. Ja. Genau, vor allen Dingen nicht hier. Also das ist nicht die Aufgabe, richtig, sondern der Umgang mit all dem, was der Umgang mit Krisen, mit persönlichen Krisen, ob wir die hinkriegen, das ist das Ziel. Ja, also ja. Und wachsen. Wachsen. So im Sinne von, wir sammeln hier auch Punkte. Punkte und Methoden und erlernen Dinge, die wir mit uns nehmen. Das ist der Körper vergeht und dann, das sind halt die Dinge, dieser Wachstum, der uns dann, den wir mitnehmen werden. Richtig, auch, ne? Genau. So das ist halt so ein Ding. Mhm. Wie gesagt, ich würde zwei Sachen nochmal gerne vorstellen, die man vielleicht kann man irgendwie nochmal was verlinken, dass man das einfach mal ausprobiert. Also autogenes Training ist für mich immer so zum Entspannen, finde ich echt toll. Da kann jeder, also finde ich persönlich schön, da muss jeder für sich gucken, ob das auch für jedermann ist. Da kann man YouTube mittlerweile ganz, ganz viele finden und man kann direkt einsteigen. Das kann jeder erlernen. Man braucht eigentlich Ruhe und 10 Minuten am besten täglich, sodass man sich sagt, okay, stecke mir die Stütze in die Ohren, hör mir das an und habe dann aber auch die Tür geschlossen. Das Schöne daran ist, dass man das auch im Büro machen kann. Also wenn man auch lange arbeitet und aber auch wirklich eine Rückzugsmöglichkeit hat, ein eigenes Büro vielleicht oder so, dann sagt man, ich mache die Tür zu und nutze diese 10 Minuten. Mhm. Und das ist ja eine Entspannungsmethode, die wirkt, das auch wissenschaftlich bewiesen ist. Und da wirkt einfach viel über diese Autosuggestion und das fasziniert mich auch jedes Mal wieder. Ne? Das richtig. Also da gibt es noch andere Methoden. Wer mit diesem Autosuggestion nicht so viel Mut hat, gibt es noch progressive Muskelentspannung, was bei vielen Patienten auch ganz gut wirkt. Mhm. Bei manchen Störungsbildern ist autogenes Training auch sollte man nicht anwenden, kontraindiziert. Und das finde ich auch eine gute Methode, weil also dieses progressive Muskelentspannung, das kannst du wirklich überall machen. Mhm. Das kannst du sogar am Bus an Haltestellen machen, wenn du bestimmte Muskelgruppen hast und jetzt bin ich hier super angespannt gerade. Mhm. Dass man sozusagen bestimmte Muskelgruppen anspannt und entspannt. Also die Idee ist sozusagen über den Körper zu lernen, zu entspannen, was auch zu einer kognitiven Entspannung führt, also zu einer Entspannung auf der gedanklichen, geistigen Ebene. Genauso umgekehrt, autogenes Training ist ja mehr auf der geistigen Ebene, was auch zu einer körperlichen Entspannung führt. Das sind so die Ideen dabei. Ja. Genau. Und also das ist so für Menschen, da gibt es auch eine ganz gute, können wir auch ganz gerne verlinken bei der Techniker Krankenkasse, eine ganz gute, die kann man sich auch runterladen, MP3. Ja. Kann man dann auch auf dem Handy oder wo auch immer abspielen. Mhm. Wichtig ist bei diesen Entspannungsmethoden, dass man sie gut übt. Genau, das ist Übung. Ne? Also genau, sich anlesen und das hören, richtig, das hilft nicht wirklich. Ja. Man hat dann die Idee, weiß, wie das funktioniert. Richtig, genau. Aber wenn man ein Instrument lernen will, dann liest man auch nicht nur unbedingt die Theorie dazu und kann dann irgendwas spielen. Ich empfehle immer 4 Wochen tägliches Üben, mindestens so 2-mal am Tag.
dann hat man das nämlich intus, weil die Idee ist ja, dass man eben keine MP3 mehr braucht, kein Hilfsmittel braucht, sondern sich selber sozusagen die Formeln, Sätze, was auch immer, gedanklich vorsprechen kann. Ja. Ne? Ja. Und dann gibt es eben noch andere Methoden, wie zur Entspannung, was du jetzt gerade sagst, dann gibt es die Meditation. Da gibt es auch verschiedene, wirklich ganz verschiedene Möglichkeiten. Ja. Und was man noch so machen kann, ist, da würde ich einfach für Leute, die das schön finden, die das reizend finden und sagen, okay, ich würde mich da auch gerne ein bisschen vertiefen, habe vielleicht sogar die Zeit, das über einen längeren Zeitraum und würde da auch ein bisschen rein investieren an Zeit und Geld eben, dass man sagt, okay, es gibt diese achtwöchigen Achtsamkeitsprogramme von John Kabat-Zinn, ne? MBSR heißen die, Mindful-Based Stress Reduction, und die sind ja auch ganz toll, ne? Also die haben, ne, in den, das sind immer so einmal wöchentlich 2,5 Stunden. Und da geht es auch darum, natürlich, kriegt dann über die Woche eine Hausaufgabe und übt das täglich. Ja. Aber diese Achtsamkeit, also nur diese MBSR-Kurse kann man sich halt anschauen. Was okay, vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, was Achtsamkeit ist, weil viele damit nichts anfangen können. Genau, also das Ding ist mit der, worauf ich vorher eingehen möchte, ist Achtsamkeit und Meditation. Wenn wir diese Begriffe reinwerfen, dann wird ganz schnell der Buddhismus damit irgendwie verknüpft. Nee. Ne? Mhm. Das ist auch eine buddhistische Tradition, also das ist ja irgendwie so im Kern auch diese Meditation. Also ich würde sagen, Meditation ist etwas, was in der Menschheitsgeschichte in eigentlich allen Kulturen vorkommt. Genau, Also es ist nichts klassisch Buddhistisches. Nein, aber sondern, es ist so wir können es stark damit verbunden und auch wirklich so Kern. Ding, das bei den Buddhisten, also gerade so Zen-Meditation ist so. Aber wir haben das in der islamischen Kultur definitiv, das wissen viele nicht und entfernen sich davon, dass sie sagen, nee, ich bete lieber 2 Rakaat mehr, dann ne, und ich gehe jetzt nicht und gucke, was da andere Religionen oder andere Kulturen machen. Wir haben das auch und es ist unglaublich wichtig, denn Gebet ist ja nichts anderes, als an eine Sache zu denken, präsent zu sein in dem Moment, weil 2 Sätze zuvor ist ja jetzt schon Vergangenheit und meistens, oft am Tag, sind wir nicht präsent, nicht im Hier und Jetzt, sondern vielleicht denke ich in diesem Moment darüber nach, ich hätte vielleicht den Satz vorhin anders formulieren sollen. Und der nächste Gedanke wäre, wie formuliere ich die nächsten Sätze gut, dass sie beim Zuschauer vielleicht besser ankommen, wie auch immer. Und schon verliere ich mich und bin nicht mehr im Moment. Richtig, genau. So. Also das kann, das müssen nicht unbedingt 2 Rakaat zusätzlich sein, sondern das können auch wirklich, ich bleibe sitzen und denke mal kurz über das nach, was ich am Tag geleistet habe oder nicht geleistet habe, wofür ich dankbar bin. Also jetzt fängt die kalte Jahreszeit an. Das ist für mich immer so ein Beispiel. Ich komme nach Hause, es ist warm. Danke Gott, dass ich nach Hause kommen darf und es warm ist, weil es bei vielen Menschen in dieser Welt eben nicht warm ist zu Hause. Ja? So, dafür kann ich dankbar. Also es ist eine kleine, also andere würden das als Kleinigkeit empfinden, aber ich bin wirklich, es ist wirklich großartig, ja, wenn ich im Ramadan den ersten Schluck Wasser zu mir nehme. Das ist großartig, also es ist so toll, eine tolle Sache, ja. Dafür bin ich dankbar, ja. Und dafür kann ich wirklich viele dieser kleinen Augenblicke, die wir einfach so wegwischen, ja, für mich selber nochmal nehmen und sagen, großartig, ja. Danke Gott, ja, dass ich das erleben darf. Das ist ja schon quasi auch ein Schritt weiter. Also wenn ich überlege, wie schnell alles läuft, wie wenig wir wahrnehmen von dem, was gerade passiert, ist das echt erschreckend. Also das ist, ich weiß nicht, ob das jemand erlebt hat, also ich kann ein Beispiel von mir geben, ich habe wirklich einmal ein Brot in der Hand gehabt, habe aus dem Brot gebissen, meinte das irgendwo hingelegt zu haben, weil mir war gar nicht bewusst, ich hatte auch irgendwie gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt gegessen habe, habe irgendwas nebenher erledigt und habe dann wirklich einmal das Haus abgesucht, wo ich jetzt mein Brot hingelegt habe. Letztendlich wurde mir bewusst, ich habe es aufgegessen. Ich habe es nur nicht gemerkt. Ja, schwierig. Genau, so. Aber an diesen Beispielen sehen wir, dass wir nicht großartig irgendeine Philosophie brauchen, um achtsam zu sein, sondern es geht tatsächlich um den Augenblick, diesen Augenblick festzuhalten, zu sagen, mir bewusst vorzunehmen, ich setze mich hin,
stelle mir vielleicht noch eine Pflanze auf den Tisch oder eine Blume oder irgendwas und werde mich hinsetzen und mir 5 Minuten Zeit nehmen, mein Brot zu genießen. Das wirkt wie, ja, für manche jetzt wie eine komplette Illusion. Das mache, schaffe ich nicht am Tag. Und ja, so, ne? Das ist und, Quatsch. Und das, genau, und das kann man eben nämlich üben. Also man kann also die 10 Minuten, die du gebraucht hast, um das Haus nach dem Brot abzusuchen, hättest du die 3 Minuten hinsetzen können, das Brot wirklich mit Bewusstsein genießen können. Genau, und was ich so schön finde an diesen Programmen ist tatsächlich, also das ist halt eher so ein Ding von mir, ich mag sowas ganz gerne und ich finde es echt hilfreich, das macht uns einfach wacher und darum geht es. Ne? Genau. Heißt das nicht im Hadith an Nasuniyam Ida Matun Tabahu? Also die Leute sind abwesend, schlafen in dem Sinne, ich übersetze jetzt frei, und wenn sie sterben, erwachen sie. Ja. Ne? Und vielleicht sollten wir das vorher schaffen. Das wäre ganz hilfreich. Vorher wach werden. Ja. Vielleicht müssen wir nicht unbedingt bis dahin warten. Dann ist es ein Ticken zu spät. Und wenn es darum geht, vorher wach zu werden, dann brauchen wir eben diese Achtsamkeit mit uns selbst, mit den Prozessen, die innen passieren. Ne? Denn nur wenn wir uns kennen, können wir den Weg zu Gott finden, können wir ihn kennenlernen. Und ich plädiere auch wieder ein bisschen experimentierfreudiger zu sein und die Sache einfach mal auszuprobieren. Genau. Ja? Wie geht's mir denn damit, wenn ich abends meine Zähne putze? Mhm. Eine klassische Achtsamkeitsübung und das mal mit vollem Bewusstsein mache. Ja? Ja. Und nicht schon, keine Ahnung, irgendwie schon meine erste Serie angucke oder irgendwie Musik höre oder sonst irgendwas mache und dabei irgendwelche den nächsten Einkauf plane oder so, sondern mir die Zeit zu nehmen, 5 Minuten mir die Zähne zu putzen, ja? Und da mal zu spüren, wie die Zahnbürste so im Mund ist, wie der Schaum ist, wie die Temperatur ist. Also so möglichst mit allen Sinnen mal wahrzunehmen, was ich da gerade tue. Ja? So ungefähr wie Kinder das tun. Ne? Und das erspart uns so viel. Ne? Genau, also wir werden die Zähne sowieso putzen. Ja? Ja. Und wir werden sowieso 3 Minuten oder so dafür verbrauchen. Also können wir uns ja auch mal da nur auf die Zähne konzentrieren. Ja. Ja? Also ich kann auch. Also das ist nur ein Beispiel. Ne? Ja, ja. So kann ich eigentlich jede Tätigkeit, die ich am Tag mache. Auch im Umgang. Ne? Also das erspart uns auch gerade viel Stress im Umgang mit anderen Menschen. Ja. Ein letztes Beispiel von mir. Heute, bevor ich losgegangen bin, kam mein Kleiner, 1 Jahr und 8 Monate, wollte von einer Flasche in die andere Wasser füllen. Ja. So, in dem Moment habe ich noch was erledigt und habe ihm gesagt, warte bitte einen Moment und ich bin gleich bei dir. Der hat dann den Moment noch gewartet und ich habe meinen Mann gefragt, ob er das übernehmen kann. Er war dann bei ihm, hat natürlich nicht verstanden, was er will. Und ich war aber abgelenkt. Ich war in dem Moment nicht mehr da. Nicht, ne? Wir denken ja, wir sind bei Bewusstsein, sind wir oft nicht. Ich war abgelenkt und das Kind hat lauthals geschrien. Und ich habe erstmal gar nicht gedacht, warum schreit es denn jetzt wieder? Ach so, okay, ich habe verpasst, die Information weiterzugeben, dass er jetzt das Wasser umfüllen möchte. Und schon war das Thema erledigt. Ne? Ja. Dann habe ich mich erinnert, weil es wie vorher besprochen hat. Ja. Aber das passierte ja alles innerhalb von weniger als 1 Minute. Und schon hättest du den nächsten Wutausbruch, den der vielleicht, weiß ich nicht, jetzt 1/2 Stunde gedauert hätte, dir erspart, ne, wenn man dann wirklich dranbleibt. Genau, und also so, darum geht es auch jetzt erstmal, ne? So eine Situation mal auch ein bisschen bewusster wahrzunehmen und zu sagen, okay, was ist denn hier schiefgelaufen? Mhm. Ja? Genau. Aha, für das nächste Mal nehme ich mir vor, da nochmal genauer hinzugucken und zu sagen, hey, mein Kind kommt zu mir und will irgendwas von mir und das kann natürlich nicht warten, ne, wenn es klein ist. Und ich nehme das erstmal wahr und beachte dieses Kind und erspare mir tatsächlich dadurch einen Haufen anderer Arbeit, die ich danach habe. Ja. Genau, kann es sogar ganz oft. Also das ist auch so ein Ding. Die können tatsächlich warten, ich verstehe das. Aber wenn man dran, also zum Teil... Ja, aber nicht zu lange, ne? Nicht zu lange, genau. Nee. Also jetzt keine 1/2 Stunde. Ja, genau. 2 Minuten geht schon meistens. Ja, genau. Nee, aber ist ja oft so, dass man, das Kind ist dann ruhig, weil es sagt, okay, ich warte. Genau. Ne? Und nach 3 Minuten habe ich das vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Genau. Und dann fängt das Kind an zu schreien und man weiß gar nicht, warum. Ja, ne? Genau, ja. Ich weiß nicht, hast du noch ich irgendwas? Ich würde sagen, also find ich einen guten Abschluss. Ja. Ja. In diesem Sinne? Ja. Für mich war es für heute. Reicht es ja. Genug Input. Danke dir. Ich danke dir.